Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ich habe einen neuen Herschnitt, ich habe einen Corona-Herschnitt jetzt. Ist ein bisschen kurz, gegen das, was ich normalerweise habe. Aber hey, geht's dir nicht gut? Hast du Probleme? Also ich habe irgendwie das Gefühl, als ob der ein bisschen rumpelt. Ich glaube, der muss mal zu einem Doktor hier. Aber hier ist ein Brief. Und da ist... Wo ist denn das? Ist das der Tisch? Ist der Tisch. Nee, ich will mal zu dem. Ich mag mal diesen Brief sehen, wo auch immer der sein soll. Hier. Da ist was. Rasieren. Untersuchen. Brief. Dear Arthur, I've written this letter 100 times. Boah, nee, jetzt gibt's wieder Text. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls... or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Mary Linton? Waren wir mit der zusammen, oder was ist mit der Mary? Mary Linton. So, jetzt tue ich... Oh, ich habe doch bestimmt Medizin. Warte mal. Was habe ich jetzt gedrückt? What the hell ist das denn? Hä? Bin der... Kann man mir sagen, was zur Hölle das ist? Ich bin jetzt schon überfordert. Also irgendwas mit $300 und $150. Wie es hier ausschaut. Ah, sind das Löhne, die ich einholen muss? Ich wusste nicht mal, dass der Button hier gibt. Ich wollte eigentlich in meinem Inventar schauen. Ich muss gerade nur wieder den Button rausfinden. Wie kam ich nochmal ins Inventar, Jungs? Hilfe. Nee, das war wieder das Buch. Ah, schon, hier. Was ist das? Stellt Ausdauer her. Von der habe ich ja nur eins. Komm, wir nutzen sowas. Schaut schon mal ein bisschen aus. Haben wir hier ein Bett, wo wir mal drin schlafen können? Schlafen, schlafen, schlafen! Yay! Bis morgen. 10 Stunden. Ich glaube, wir gönnen ihm mal eine gute Nacht, weil ansonsten reitet der hier dauernd durch. Der hat ja seit gefühlt den Start des Games nicht mehr gepennt. Oh, spannende Musik. Hallöchen. Neuer Morgen, da bist du doch sicher ausgeschlafen, Freund. Dein Pferd folgt dir nicht, wenn du ihm im Lager bist. Ah, also ist das der H-Button? Ich habe ihn wieder gefunden. Yay. Pferd? Pferdchen! Da ist mein Dicker. Hi. Hi, wie geht's dir? Erstmal Frühstück, komm. Was hältst du von einer schönen Karotte zu Frühstück? Oder ich habe einen Ginsen gegeben. Wir tun jetzt einmal unterstreicheln. Kann ich ihn bitte auch wieder striegeln? Ja, mit B. Ich kann mir die Tasten nicht merken. Bei den ganzen Games ist es halt immer ein bisschen problematisch. So, und jetzt auf ihn drauf und wir reiten zu Milo, Milo, Bimbo. Wo ist denn die? Wo ist die Alte? Da hinten. Wahrscheinlich hat die jetzt schöne Mission für uns. Let's see what she got. Gute Junge.
Let's go! Ob man Raben schießen kann? Da sind auf jeden Fall Pferde. Also wenn wir ein neues Pferd mehr brauchen, hier gibt es eine ganze Herde. Aber not now. Not yet. Das brauchen wir nicht. Wir schauen mal zu unserer alten Geliebten. Ich denke mal, dass es unsere alte Geliebte ist, weil sie wollte uns ja nicht mehr sehen, nachdem sie geheiratet hat. Also hatten wir wahrscheinlich irgendwas mit ihr, denke ich. Und ansonsten, warum sollten wir sie sonst bei einer Heirat nicht mehr miteinander zu tun haben wollen? Da muss ja irgendwas passiert sein. Alter, teilweise schaut das Spiel so komisch schlecht aus. Obwohl ich mir denke, so, ich habe die Grafik hochgedreht. Da kann auch gar nicht schlechter schauen. 240 Hertz Bildschirm. Da sollte eigentlich alles im Loot sein hier. Valentine, 6.50 Uhr, 3 Grad. Die Temperaturen sinken. Ich muss mal kurz an ihn vorbei. Dankeschön. Alter, ist ja richtig Verkehr heute. Was ist denn hier los? Du stehst im Weg. Das ist mein Problem hier. Ich war hier gleich. War ich hier schon mal hin? Ich weiß es gar nicht. What the fuck? Wo? Hin? Das ist kein Pfad gewesen. Ist es die Hütte? Das ist die Hütte. Wir haben es geschafft. Hat die Schafe? Oh, ich habe eine Idee, was ich in der Nacht mache. Brauchen wir ein bisschen Schafswolle vielleicht in der Nacht? Hier läuft ja nicht mal jemand rum. Also ein frisches Schäfchen kühlen ist doch bestimmt auch was Feines. So. Wir liebten uns eins. Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Yes. Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Der mit dem Revolver raus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie seine Geliebte aussah. Da bin ich gespannt, was der für einen Geschmack hat. Oh? Nicht schlecht. Arthur. Ich wollte schon sagen, hat die graue Haare, aber schaut, sind nicht grau, sind dunkelbraun. Schwarz. I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's what's his name? Died. Verstorben. I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Lungenentzündung. Sure. Woher wissen die das? Die würden doch früher nicht mal wissen, dass es eine Lungenentzündung war, oder? You've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. I... My family... I need your help. You mean the family that always looked down on me? You want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Oh. For him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. Macht jetzt das Spiel oder meint ihr es ernst? I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Was sag ich ey, für Schuhe? Please, Arthur. Die schauen, dass sie so 3000 Meter länger sind als mein Fuß. Oh, jetzt darf ich entscheiden. Ach komm, wir helfen. Wir sind nett. Vielleicht passiert ja was. Ja, kommt's ja mit. Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest area. I just want him back, Arthur.
If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Als ob wir nicht schon immer Probleme hatten. Kann ich hier Wasser trinken? Das wäre geil gewesen, hier schon so ganz gemütlich Wasser trinken. Und drauf da. So, wo ist jetzt unsere Mission? Muss mich dran gewöhnen, dass ich hier M drücken muss. Oh, holy Hitboard. Free Sisters, Moonpot. Ah, genau, da war der Bär, den ich getötet habe. Und der ist dieser Spezialseller. Mhm. Alter, jo, klar. Na gut. Hier war ich eh noch nicht unterwegs, also wieso nicht? Let's go for a ride through the deepest wild. Schick, schick. Und dann ausweichen, Junge. Bin mal gespannt. Hier war ich echt noch. Ich glaube, ich noch nie mal im Online-Modus war ich hier unter. War ich hier? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich spiele das Spiel fast gar nicht mehr, weil ich einfach null Zeit habe. Dadurch, dass ich jetzt meine Vögel habe und halt die ganzen Projekte Arbeit, ist die Zeit doch leider zwischen noch ein bisschen knapp. Was natürlich traurig ist, aber was soll man machen? Das macht es halt ein bisschen schwer, sagen wir, mit den ganzen Spielen abzuhängen, die man gerne spielen würde. Aber hey, dadurch macht es immer wieder spannender, wenn man sie mal spielt, weil man einfach nicht so wirklich drin ist. Aber es macht es auch teilweise frustrierend, wenn du irgendwie dauernd stirbst. Aber wir werden es ja sehen, was wir hier kriegen, was für eine Mission das ist. Wo kommst du jetzt her? Cool finde ich, wenn du einfach so Leute auf der Straße anheuern könntest für euren Club da, der da rumfährt. Die Omi läuft einfach über die Straße. Risky. Nee, ich hab grad zu tun. Sorry. Ah, hier ist auch schick. Da würde ich gerne ein Haus bauen. Also wäre das ein Bauspiel, hier würde ich bauen. Gemütlich, ruhig. Wollte gerade sagen, Wildpferd, aber es war kein Wildpferd. Wo zum Fick bin ich? Servus. So, wo sind wir denn? Google, Google, Google. Da gibt es eine tolle Szene in Asterix und Obelix in Amerika mit diesen. Was war das jetzt? Okay, ich glaube, wir sind jetzt in der Nähe. Was denn? Was ist denn los? Ganz ruhig, Junge. Was ist denn? Der ist. Das ist. Ein harter Bursche hier, ne? Ich glaube, ein Kaltblütiger würde das hier besser durchschaffen. Ist zwar nicht so flott, aber. Er hat halt. Sagen wir mal. Die Technik. You okay, boy? You okay, boy? So, okay, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Wir müssen hier also nach vorne, dann sollten wir schon in der Nähe sein. Dann würde ich das Pferd vielleicht hier abstellen und wir gehen dann da rein. Mit ein bisschen Vorsicht zugemute. Um halt zu gucken, was da abgeht. Aber, oh, schicker Wald. Hier mit dem Bären. Oh, das heißt natürlich, dass wir hoch müssen wahrscheinlich. Zum Pferd springen, okay. Wenn man das hier ein bisschen gemütlicher hat, dann dreht er vielleicht nicht so schnell durch, der Louis. Aber ja. Also der Western ist schon eine schöne Gegend. Also das ist ja eh so wahrscheinlich. Wo könnte das Spiel spielen? Texas? New Texas irgendwo da draußen? Arizona? Also Arizona ist ja eh so eine Western-Gegend auch gewesen. Da gibt es ja auch viele Stories und. Wenn man da vor Ort ist, findet man auch viele, sagen wir mal, Geschichten von damals, wo zum Beispiel Baum des Gefängnisses war, wo dann die Gefangenen angehängt wurden und alles. Also sehr, sehr spannend teilweise. Aber natürlich, wo das Spiel genau spielt, weiß ich jetzt auch nicht. Als ob der Typ da oben rumhängt.
Das denken sich meine Vögel auch, das ist doch voll bescheuert. Das ist echt der weirde Shit. Hey, wo sind meine Waffen hin? Hast du die noch dabei, Louis? Ah, scheint eine Pump-Shotgun. Doppelläufige Flinte, Bogen. Repetierkarabiner. Alle Sachen, die ich mal kurz brauche. Die Waffe ist in einem schlechten Zustand. Pflege deine Waffe, indem du drückst. Was? Reinigen. YOLO. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Ah, dann geht der ganze Negativaspekt. What the fuck, war der Zustand schlecht. Gut zu wissen, dass das so funktioniert. Aha. Zurück. Vielleicht sollte ich das mit der Schrotze auch mal machen. Ich glaube, dass die auch nicht mehr so gut im Zustand ist. Ach komm, einmal reinigen tut der auch nicht schlecht. Einmal schön runterrubbeln die Butze, dann schaut die schon wieder wie neu aus hier. Und das war jetzt sehr laut. Das ist sehr laut. So, ich würde sagen, wir gehen hier zurück und dann schauen wir mal, was da oben los ist. Let's be kurz vorsichtig. Ah, das sind das wohl der Bastards, die stehen nur so rum. Muss ich da hingehen? Wer ist denn jetzt der von denen hier? Can I speak to the boy? Arthur? No, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. A path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur? I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. Alles ist bescheuert. What path have you chosen, sir? Ungeduldig, unentschlossen. Ungeduldig. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Are you always this negative and antagonistic, sir? Alter, warum kann ich einfach alle vier schießen? Na, komm, verärgern. Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy. Move out of my way. An die Kehle gehen. Goddamn lunatic. You think I'm playing here? That's enough, Arthur. Kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure, but come home. Not a chance! Leave it alone, Arthur! Alter, als ob der... Ja, sieh! Wo ist der Junge schon wieder? Kuckuck! Hier ist Johnny!
Alter! Pff. Alter. Alter. Der ist ja genauso schnell wie ich. Was ist denn das jetzt? Ich muss ein besseres Pferd verkaufen. Alter, der Typ geht mir jetzt schon auf den Sack. Komm her. Bessere Idee. Darf aber nicht schießen. No. Als ob. Oh. Ich hätte wahrscheinlich in die Hand schießen sollen. Fuck no. Ist das ein Kontrollpunkt, bitte? Ich hab's geschafft. Okay. Shit. Okay. Okay, Mama. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? No, no. Das Pferd ist wieder da. That's all a long time ago, son. Wie weit müssen wir jetzt reiten? Bitte sag nicht zu weit. Bitte sag nicht zu weit. Holy shit, der ganze Weg zurück. Aber gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.